Spieltag 32 heißt es heute hier im Lauheide-Stadion, powered bei Stölting Service Group. Die SG 09 empfängt Rot-Weiß Essen. Riesen Vorfreude bei den 09ern und bei uns allen auf dieses Revierderby unter Flutlicht. Wichtiges Spiel für die Jungs. 4 Punkte Vorsprung vorm SV Rödinghausen haben wir noch, wo wir nächste Woche hinfahren müssen. In der Aufstellung gibt es eine Änderung. Felix Kleber wird gelb gesperrt. Dafür spielt Norman Jakubowski in der Viererkette. Und hoffen wir auf einen Sieg für uns 09er. Ganz wichtig, wie gesagt. Und wie das Spiel ausgegangen ist, schauen wir uns jetzt in den Highlights an. Nicht unterschlagen möchte ich natürlich, dass mit Heyman Bartraoré ein weiterer Spieler zurück in die Startelf kam. Der ehemalige Essener hat seine Zehenverletzung ausgestanden und für ihn musste Daniel Neustädter auf die Bank. Schauen wir rein ins Spiel. Die Essener Gäste in den roten Trikots. Zunächst spielbestimmt, optisch überlegen, viel Ballbesitz. Allerdings auch bewusst von den 09ern, die sich geschickt zurückzogen und immer wieder auf Fehler lauerten, Ballgewinne lauerten und dann schnell umschalten wollten, um die Gäste da in die Bedrängnis zu bringen. Erste Möglichkeit hier, Nico Buchmeier, schnell umgeschaltet, toller Pass auf Berkan Kambulut, der setzt sich gegen Gino Windmüller durch. Abschluss, ganz knapp am Tor vorbei. Die erste gute Möglichkeit in der 18. Minute für die SG 09. Eine Minute später dann die Essener, bei denen Jan-Steffen Meyer, der ehemalige 09er, auf der 6 agierte. Zeiger, der Innenverteidiger, mit einem schönen Flankenwechsel auf Marcel Platzek. Der zieht einfach mal ab und die Möglichkeit für Bednarski. Und was für eine Rettungstat von Norman Jakubowski. Schauen wir uns in der Zeitlupe gleich nochmal an. Tolles Tackling von Norman Jakubowski. Kurz vor dem Einschussbereiten Kamil Bednarski verhindert er das 0:1. Dann passierte lange nichts, ehe es kurz vor der Pause die 09er besser ins Spiel fanden, insbesondere bei Standardsituationen, wie immer sehr, sehr gefährlich. Manuel Glowacz, Kopfballverlängerung, Nico Buchmeier, Matze Tietz und auf der Linie rettet Timo Brauer für den geschlagenen Heller. Die gute und große Möglichkeit für die 09er, dann der Konter für die Essener und erneut unterbunden durch ein tolles Tackling von Norman Jakubowski, der, wie gesagt, ein gutes Spiel machte in der Innenverteidigung neben Adi Schneider. Adi Schneider dann mit einem langen Ball auf Berkan Kambulut, 45. Minute, kurz vor der Pause. Wie gesagt, die 09er nun besser im Spiel. Pass nach innen, Nico Buchmeier kann da den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Gibt dann Eckball, nochmal in der 45. Minute, wie gesagt. Gute Möglichkeit, hier die 09er hier noch in Führung zu gehen, kurz vor der Pause. Alle langen, Adi Schneider, Norman Jakubowski natürlich mit vorne. Ball kommt nach innen, Kopfballmöglichkeit, Norman Jakubowski etwas zu hoch angesetzt auf das Tornetz. Es blieb beim 0:0 zur Pause. Auch in der zweiten Halbzeit zunächst bedächtiger Beginn beider Mannschaften. Dann kamen die Essener etwas besser ins Spiel. 58. Minute jetzt. Die 09er mit Matze Tietz. RW-Kapitän Bayer holt sich da den Ball. Kevin Grund mit der Flanke. Und Adi Schneider kann da kurz vor Bednarski retten. Wie gesagt, in dieser Phase die Essener etwas besser, etwas griffiger in den Zweikämpfen und es spielten sich dann auch die eine oder andere Möglichkeit. Huckle dann mit einem Fehlpass und die 09er mit der Kontermöglichkeit. Darauf lauerten sie, darauf warteten sie. Nico Buchmeier gut gespielt auf Manuel Glowacz. Der sieht nochmal Nico Buchmeier und er zieht einfach mal ab und Heller im Nachfassen. Berkan Kambulut wäre da gewesen, aber Heller im Nachfassen dabei. 62. Minute, Ecke, RWE, Kopfball, Marcel Platzek aus 5 Metern. Edin Sanchakta ist auf dem Posten, begräbt den Ball unter sich. Gut gemacht von unserer Nummer 1. 70. Minute dann wieder die Gäste aus Essen mit Bayer, den Kapitän. Bringt den Ball nach innen. Gino Windmüller, klasse Drehschuss und was für eine Parade von Edin Sanchakta. Taucht da ab und verhindert den Rückstand für die 09er.
Klasse Rettungsaktion von Edin Sancakta. Dann 75. Minute, wieder Zeiger mit dem langen Ball in die Spitze. Das können die 09er erstmal klären, die kämpferisch da, wie gesagt, sehr gut dagegen hielten. Immer noch auf ihre Chance lauerten und die sollte auch noch kommen. Zunächst aber die Essener wieder. Dann Steffen Meyer hier, kann sich gegen Matze Tietz durchsetzen. Kapitän Bayer schickt Kevin Grund auf die Reise. Flanke in die Mitte und Kamil Bednarski setzt sich gegen Schneider durch und köpft den Ball an den Pfosten. Glück für die 09er, dass hier der Rückstand nicht kam. Dann die 77. Minute. Jan-Steffen Meyer, schlechter Ball. Direkt in die Füße von Norman Jakubowski. Dann setzt sich Daniel Keterell klasse gegen Zeiger durch. Und die 3 gegen 3 Situation. Sehr, sehr gute Chance für die 09er. Der Torabschluss aus Spitzenwinkel. Der Nachkopfball von Nico Buckmeier leider etwas zu hoch. Nicht ganz einfach für Nico Buckmeier. Aber das war natürlich die große Möglichkeit. Doch es sollte noch eine größere folgen. Gino Windmüller mit einem katastrophalen Fehlpass in die Füße des eingewechselten Fabio Manuel Diaz. Direkt auf Manuel Glovac und was für eine Parade von Heller im Kasten von Rot-Weiß Essen. Schauen wir uns in der Zeitlupe nochmal an. Zunächst der katastrophale Fehlpass von Windmüller und Manuel Diaz. Kann leider nicht mit Tempo an Zeiger vorbei, spielt dann aber gut auf Manuel Glovac und Heller mit einer tollen Parade mit dem Arm und verhindert das 1:0, das späte 1:0 und so ging das Spiel, wie auch schon im Hinspiel im Stadion Essen, heute Abend in dem Lohheide-Stadion. Powered by Stölting Service Group mit 0:0 zu Ende. Und dank des Unentschiedens von den Sportfreunden Siegen gegen SV Rödinghausen fahren wir mit 4 Punkten Vorsprung nächste Woche nach Rödinghausen. Und da hoffen wir natürlich, dass viele 09-Fans die Jungs begleiten. In dem Sinne, bleibt sportlich, schöne Woche und viel Spaß noch bei den Stimmen von Edin Sancakta und Norman Jakubowski. Edin, 0:0 gegen Rot-Weiß Essen, wie schon im Hinspiel. Auch hier heute wieder dank deiner Klasse-Paraden, unter anderem gegen Gino Windmüller und Platzig. Was sagst du zum Spiel und auch zu deiner Leistung? Ja, ich denke, war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Jetzt in beiden Spielen haben wir 0:0 gespielt, das ist immer das Wichtigste. Ich weiß jetzt nicht, was Rödinghausen gemacht hat, aber ich habe jetzt auch nur noch das Spiel in Rödinghausen schon im Kopf. Und ja, so Spiele unter Flutlicht sind immer schön. Also bei aller Rivalität, denke ich, sollten wir das hier alles mitnehmen und genießen. Auch die Unterstützung der Essener für Essen. Unsere Fans waren heute auch wieder super. Und so macht Fußball Spaß. Ja, 2200 Zuschauer, das hätten wir ganz gerne öfter in der Lohheide. Und ich denke, es werden auch sehr, sehr viele Fans nach Rödinghausen eben fahren. Die spielen das übrigens, hoffe ich. Spielen übrigens morgen in Siegen. Da schauen wir mal, wie der Vorsprung morgen sein wird. Lass uns kurz gucken, was wir das finden. Ist es ein Halbfinale sozusagen eigentlich, so ein bisschen? Ja, denke schon. Ne? Also wir gehen das Spiel an wie jedes andere auch. Und dann hoffen wir alle, dass wir gegen allen hier am letzten Spieltag nicht mehr unter Zugzwang sind. Glückwunsch zur tollen Leistung und zum Punktgewinn gegen Dankeschön, RWE. Danke. Wir sehen uns in Rödinghausen. Alles klar. Norman, 0:0 gegen Rot-Weiß Essen. Klasse Leistung von dir und natürlich auch vom gesamten Team. Insbesondere die Rettungsaktion in der ersten Halbzeit. Beschreib mal die Szene, war sensationell. Sensationelles Tackling. Ja, erstmal danke. Die Szene zu beschreiben ist immer schwer. Das passiert alles so schnell und das ist irgendwo mein Spiel. Ich probiere immer eng am Gegner zu sein, meine Zweikämpfe zu gewinnen. Diesmal hat es zum Glück wieder geklappt und deswegen bin ich glücklich, dass die Null weiter entsteht. Jetzt warst du ja länger nicht von Anfang an dabei. Heute gegen RWE direkt dabei und wirklich klasse Leistung. Hat dich besonders gefreut, glaube ich, dass du heute hier unter Flutlicht gegen RWE dabei sein konntest. Auf jeden Fall. Gegen RWE ist ein besonderer Gegner, eine besondere Mannschaft. Dann noch ein Freitagabendspiel, Flutlichtspiel. Auf jeden Fall super, wieder auf dem Platz zu stehen und hat Spaß gemacht, ja. Den Punkt nehmen wir, glaube ich, ganz gerne mit. Am Ende vielleicht ein bisschen ärgerlich, dass wir die Konterchancen nicht hundertprozentig ausgespielt haben. Sehe ich auch so. Obwohl Essen auch ein, zwei gute Dinge hat, muss man auch fairerweise sagen. Den Punkt nehmen wir gerne mit, wie du schon sagst. Jetzt fahren wir nach Rödinghausen. Wird wohl möglicherweise ein Entscheidungsspiel spielen, morgen in Siegen. Wollen wir mal sehen, wie die da agieren. Was wird das für ein Spiel? Was erwartet uns da? Ja, auf jeden Fall ein hart umkämpftes Spiel. Geht für beide Mannschaften noch um viel Geld. Auch wenn wir es ein bisschen nötiger haben als die anderen. Ne? Ja. Aber ja, wir werden einfach wieder alles reinhauen, um die 3 Punkte da auch mitzunehmen. Ich danke dir und nochmal Glückwunsch zur tollen Leistung. Danke.